Die kannst du sogar anziehen, wenn du keinen Bandscheibenvorfall kriegst. Okay, warte, warte. Nee, aber ganz kurz, die ist super, super schwer. Wow. Hey Leute, wir sind hier mit 16 Bars. Ich bin Steph und wir sind hier auf dem Splash. Wir gucken uns mal den Festival-Trip an von den Besuchern und von den Künstlern. Also kommt einfach mal mit. Ich stehe hier bei Hatar und wir gucken uns sein Festival Drip an. Das ganz kurzes Close-up, was er anhat. Nice. Die Chain. Nice. Die Brille. Gucci. Guckt euch diesen krassen Anzug an. Nice Schuhe, nice Schuhe, krasse Brille. Und eine Chain drunter. Kann ich die kurz nochmal sehen? Die kannst du sogar anziehen, wenn du keinen Bandscheibenvorfall kriegst. Okay, warte, warte. Nee, aber ganz kurz, die ist super, super schwer. Wow. Hast du damit performt? Mit der Kette? Ja. Ich performe nicht damit, ich schlafe damit und schlafe auch mit Frauen damit. Oh, wow. Okay. Auf jeden Fall krasse Chain. Ich stehe hier beim Snipe Store auf dem Splash. Wir haben es gestern angekündigt. Wir haben uns zwei Kandidaten rausgesucht. Die müssen innerhalb von 2 Minuten ein Outfit zusammenstellen im Store. Ich gucke dann, wer den krassesten Festival Drip hat. Und der Gewinner darf dann das komplette Outfit behalten. Drei, zwei, eins, los! Hey, yo, what's going on? How you doing? He is the newest signing for 300 Entertainment, and yes, Slat. You know, I just released a new project too called The Machine Volume 1, so be sure to check that out. Most definitely. Okay, let's start from the bottom. Oh yeah, shoes. We got on the new Off-Whites, man. Shout out to my boy Virgil, man. He's doing some great things over there at Nike right now. Yeah, the hoodie is actually like, it's the one, this is actually, I would say, a one of two, because I actually only made one for myself and I made one for Young Thug. I was about to say slime, but y'all know how it go. I'm sorry, I'm so used to that, Slat. So yeah, but basically I made one for Young Thug as well. So this is from my first project that I released actually after signing my record deal with Young Thug and YSL. I see the YSL yeah. chain. Oh yeah, of course, the YSL. First one I got from slime. I never take either one of these off, man. Oh yeah, the shades. Oh yeah, these are Dior. Shout out to Dior, man. I got a new fetish, I guess, for shopping in Dior now that we kind of getting it. So yeah, shout out to Dior, for sure. Ihre Haare fitten zum Jogger. Was soll ich sagen, ne? Das war nicht mal geplant. Das ist einfach passiert. Auf jeden Fall, ja, die Shocks, Digga. Das sind die gemütlichsten Schuhe, die Nike jemals rausgebracht hat. So Leute, die Zeit ist um. Christoph war auf jeden Fall sehr, sehr schnell unterwegs. Ich bin mal gespannt. Christoph, du kannst rauskommen. Zeig mal her. Was geht? Es gab ein Problem. Ich habe es nicht mehr geschafft, in der Zeit die Tasche wow. zu machen. Deshalb habe ich mir die jetzt einfach auf spontan um den Hals gehangen. Wir gucken uns mal an, was Jakob da gegriffen hat. Jakob, komm doch mal vorbei hier. Oh. Gab es irgendein System, wonach du gegangen bist? Ich habe geguckt, dass das T-Shirt auf die Schuhe passt. Und keine Ahnung, dann einfach schwarz-weiße Hose. Das passt eigentlich. Okay, wir gucken uns weiter in Festival Drip an. Hier stehe ich gerade mit Eno. Kannst du uns ganz kurz sagen, was du hier für schöne Sachen anhast? Soll ich das? Ja. Erkennst du das vielleicht? Louboutins? Das sind Louboutins. Okay. Das ist eine Dolce & Gabbana Hose. Sehr schön. Das ist ein Dolce & Gabbana T-Shirt. Und eine Leandro Lopez Weste. Eine AP. Ein Ring mit Diamanten. Und eine Kette mit Anhänger. Gehören die zwei Stücke zusammen eigentlich? Nee, ich habe selber kombiniert. Okay.
Naja, aber es sieht so aus auf jeden Fall. Ja, weil es Roségold ist, sieht auf jeden Fall alles so nice. Passend aus. Mufasa in the house. Hi, Slap. Slap. Okay, mein Slime. So, sag mal ganz kurz, was du hier rockst. Ich fange mal unten an. Wir haben hier natürlich die Babestars Generation 2 in Motikamo, Hose von Adin. Okay. Habe ich auf jeden Fall in London bekommen. Genau, MCM Bag immer dabei. Cartier Bracelet. Dann auf jeden Fall leider nur Swarovski um mein Handgelenk. Aber mein Slime auf jeden Fall um meinen Finger hier. Lowlight Studios ist auf jeden Fall eine krasse Marke aus Düsseldorf. Chains haben wir hier einmal. Mufasa. Einmal die Mufasa Chain. Und dann darüber die Star Chain. Ich wollte eigentlich noch eine Welle bekommen für Wavestar. Und dann für Drip Baby nochmal, aber Geld ist so eine Sache, weißt du? Nächstes Jahr. So, die Jungs haben es auf jeden Fall beide in der Zeit geschafft. Ich habe auch gemerkt, sehr, sehr knapp, aber es hat alles gepasst. Ihr seid ja sportlich. Ich bin jetzt die Person, die entscheiden muss, wer das komplette Outfit bekommt. Christoph, komm mal rüber. So, okay, ich wollte noch so eine 180-Grad-Drehung machen. Ja, mach mal. Dann gucken wir uns mal Jakob an. Jakob, komm noch mal kurz zu mir. So, okay, ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Passt auch zu dir, weil Basketballer, du hast auf jeden Fall die Accessoires gegriffen. Bin auch ein sehr großer Fan von Stranger Things, muss ich sagen. Du auch, guckst du das? Ja, ich habe die dritte Staffel schon durchgeguckt. Oh wow, okay, Hardcore auf jeden Fall, damn. Okay, kannst du dich mal kurz nochmal für mich drehen? Ich muss sagen, ich finde Jakobs Outfit ein Ticken besser. Luftiger, gerade weil du ein Baller bist und es jetzt heute richtig heiß ist auch. Ich finde, das passt sehr gut zu dir. Also ich würde sagen, du hast gewonnen. Jakob, congratulations. Und ich hoffe, du spielst jetzt auch mit diesem Outfit gleich auf dem Court, ne? Alles abmachen, dann geht's los. Okay, nice. Ja, das war auf jeden Fall die Challenge hier im Snipestore. Ja, Jakob, ich fühle deinen Drip.